Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady. Ich werde euch wieder zeigen, wie ich bewerte. Aber als allererstes werde ich erst noch ein paar News loswerden. Vorher zeige ich euch nochmal meine Statistik. Da hat sich eine Menge verändert. In der letzten Folge hatte ich 68%. Mittlerweile habe ich 46%. Das ist ein Zuwachs von 78%. Und ich habe 135 Bewertungen durchgeführt. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen bewertet, habe dann das Upgrade bekommen. Und ja, jetzt bin ich eigentlich auf dem Weg zum nächsten Upgrade. Meine Vorschläge, die ich eingereicht habe, insgesamt 3 Stück zeige ich euch heute am Schluss vom Video. Aber erstmal wollen wir uns die News anschauen. Nächste Woche soll nämlich Wayfarer 4.3 rauskommen. Und Niantic hat hier geschildert, was denn da so drin ist. Es ist zwar nicht viel, aber ich finde, da ist ein richtig krasses Ding drin, wo ich gedacht habe, wow, ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie das wirklich tun. Es geht nämlich um den Eignungstest. In der Vergangenheit war das so, dass man den Eignungstest zweimal machen durfte und danach nie wieder. Aber Niantic hat sich jetzt dazu entschieden, dass man das jetzt unendlich oft wiederholen kann. Aber ja, Cooldown-Zeit ist so 15 Minuten, was ich relativ wenig finde. Das ist hier dieser erste Absatz. Wow, Abklingzeit nur 15 Minuten. Also ich finde, da hätten sie auch eine Stunde draus machen können. Aber gut, ja, Übung macht den Meister ist hier quasi der Hintergrund. Kommen wir zum nächsten. Wenn Niantic Vorschläge überprüft hat, dann sollen die zukünftig auch entsprechend angezeigt werden. Das heißt, bei euch in der Übersicht, wo die ganzen Vorschläge drin sind, sollte dann ein Niantic-Logo auftauchen, wenn das in Abstimmung steht. So, ich bin mal gespannt, ob ich jemals einen Wayspot haben werde, wo ein Niantic-Logo daneben ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Das nächste Thema ist Ablehngründe. Finde ich auch sehr interessant. Sie haben geschrieben, dass sie in der Ablehn-E-Mail zukünftig die 2 häufigsten Ablehngründe anzeigen werden. Okay. Und das habt ihr dann vorher gemacht? Das verstehe ich nicht so ganz. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er das schon vorher gemacht hat. Das klingt aber danach, als hätten sie das vorher nicht gemacht, sondern vielleicht, keine Ahnung, die letzten 3 ausgewählten Ablehngründe angezeigt haben. Das ist natürlich dann doof, ne? Also wenn die 2 häufigsten Ablehngründe angezeigt werden, da bin ich mal gespannt, wie es dann bei mir aussieht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mit dem Fahrradweg, das werde ich nie durchbekommen. Und da wird immer, also der häufigste Ablehngrund wird immer sein, dass das den Kriterien nicht entsprechen würde. Ja, okay. Nächste Woche, was das jetzt genau bedeutet, ob das jetzt am, ich gucke gerade mal kurz auf den Kalender, 3. November haben sie das gepostet. Und wenn wir dann mal auf den Kalender schauen, den ich gerade nicht finde, ah da. So, 3. November, nächste Woche. Ab dem 10. November könnten wir dann also damit rechnen. Es könnte aber auch sein, dass wir schon ab Montag damit rechnen können. Also ab dem 8. November. Aber mal sehen, ob das wirklich dann so weit geht. Gut. Ja, das war die Info. Es gab zwar noch Wartungsarbeiten, aber die Wartungsarbeiten, die haben wir schon verpasst. Ist schon hinter uns, also von daher, die Wartungsarbeiten sind jetzt nicht so wichtig. Dass die Seite da vielleicht nicht erreichbar ist und dass das nichts mit Pokémon Go zu tun hatte. Gut, dann gehen wir los in die Bewertung, bewerten ein bisschen was und dann zeige ich euch meine Vorschläge. Eine Infotafel haben wir hier aus Doll, Graben und Juche. Okay, ja, das passt zu dem Schild, das steht auch da. Das Umgebungsfoto ist 1A schlecht, weil der Wayspot viel zu groß ist und der Rest vom Bild viel zu wenig. So kann ich den Ort nicht bestimmen. Was ist denn das hier?
Okay, das ist ein anderes Infoschild. Die haben es gut, hey. Orte mit Infoschildern sind immer klasse. So, irgendwo ist eine Bushaltestelle. Tja. Ich sehe hier keine Bushaltestelle. Ich kann den Ort nicht bestimmen und damit muss ich das Ding hier ablehnen. Obwohl das ein 100%-Kandidat ist, Leute. Ein 100%-Kandidat muss abgelehnt werden, wenn der Ort nicht bestimmt werden kann. Das ist leider so. Der Buddha, ja, das ist Massenproduktion, könnte man jetzt allein schon deswegen ablehnen. Das wird auch Privatgelände sein. Das sieht nicht so aus, als wäre das irgendwie ein öffentlicher Weg. Abgelehnt. Aber ich nehme die Kriterien und schreibe Massenproduktion rein und hoffe immer noch irgendwann, dass wir es schaffen, dass wir diesen Ablehngrund mal bekommen als richtigen Ablehngrund, so dass man das auch in der Ablehn-E-Mail sieht. Massenproduktion. So, Rundweg, bäuerlicher Handtorfstich. Okay. Ja, auf jeden Fall ist ein Infoschild, das ist in Ordnung. Umgebungsfoto ist schlecht. So kann man das leider nicht besonders gut erkennen. Witzigerweise scheint das hier alles irgendwie auf einen einzigen Fleck zu sein. Das ist, allein das hier ist eigentlich eh schlecht. Der Wayspot wird wahrscheinlich nie auftauchen. Hier ist leider nur Wald. Okay, also da es nur Wald ist und kein Haus in der Nähe ist, drücke ich hier mal ein Auge zu, dass er mir hier nicht zeigen kann, wo das jetzt eigentlich ist. Und da ich auch davon ausgehe, dass in fast allen Niantic-Spielen diese beiden Wayspots nicht gleichzeitig auftauchen können, nehme ich das mal an. Derjenige wird sich freuen. Also, historisch-kulturell ja, optisch einzigartig ja, sicherer Zugang ja. Standort 3 Sterne, weil ich es nicht sehen kann. Und das ist ein Hinweisschild. Und absenden. Du mich auch. Ich bin kein Roboter. Naja, aber ich kriege diese Nachricht relativ selten. Ich glaube, am häufigsten, wenn ich aufnehme. Ja, also ich habe doch jetzt erst vor kurzem 135 Bewertungen durchgeführt und habe diese Nachricht nie bekommen. Naja. Rastplatz. Eine Bank mit Dach und Tisch ist aber kein Wayspot. Das ist eigentlich kein Wayspot. Als Aussichtspunkt hätte man das jetzt vielleicht noch nehmen können. Man hat hier eine schöne Aussicht und eine Sitzgelegenheit. Das wäre vielleicht noch okay gewesen. Aber so weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann sieht man die Bank. Ah ja, gut, die ist so neu. Die wird natürlich hier nicht sichtbar sein, aber es sieht nicht danach aus, dass der Standort stimmt. Das ist doof. Schauen wir uns mal hier. Also auch das. Ah, hier ist das Ding, okay. Ist tatsächlich irgendwie quasi mitten auf dem Feld. Hier ist aber auch was gemacht worden. Ja gut, das sieht man alles auf den Satellitenbildern nicht. Das ist doof. Sieht fast aus, als wäre das noch so erhöht, aber ist vielleicht gar nicht so erhöht. Aber Rastplätze sind keine Wayspots und das ist eigentlich sogar auch Massenproduktion. Ich zähle das jetzt als normale Bank und sage abgelehnt Massenproduktion. So, nächstes. Ein Kreuz, ein Jesuskreuz, okay. Das ist mal ein richtiges Umgebungsfoto. Der Wayspot ist ganz, ganz, ganz klein und man kann ganz viel. Also ich kann hier, sagen wir mal, 99% nur Umgebung sehen und nur 1% von dem Wayspot. Das ist richtig.
Auch wenn mir das vielleicht an der Stelle ein bisschen schwierig vorkommt, dass ich das abfinden kann. Aber mal sehen. Es ist auf jeden Fall noch nicht im Spiel. Also historisch-kulturell, optisch einzigartig, sicherer Zugang. Obwohl, sicherer Zugang könnte man sich jetzt vielleicht streiten. Wir haben keinen Fußgängerweg. Es ist aber eine Dorfstraße. Nein, die Straße heißt nur so. So, dieses Haus sieht aber nach einem Einfamilienhaus aus. Es ist nämlich keine Kirche oder so, sonst wäre es ja einfach. Wegen annehmen oder ablehnen. Aber das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das das ist. Also warte mal, wir haben hier das Dach und dann nochmal so ein Vordach. Ich glaube, das konnte man sehen. Ja. Das kann man, also die Dachform stimmt auf jeden Fall mit dem Foto überein. Wir haben hier einen Baum. Ich weiß nicht, hier die Bäume, das ist irgendwie dann nicht mehr da. Vielleicht hat er aber auch schon hier fotografiert. Könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass er genau an dieser Stelle stand. Und dann ist hier noch ein Baum und das sieht man schon gar nicht mehr. So, jetzt sind wir aber wieder an dem Punkt. Das Ding ist noch hinter dem Zaun. Aber... Nee, oh, Moment mal. Das ist gar nicht hinter dem Zaun, das ist neben dem Zaun. Das ist tatsächlich öffentlich. Okay. Hätte er es anders fotografiert, hätte man jetzt hier vielleicht noch das Straßenschild lesen können, was manchmal immer sehr, sehr gut ist. Also wenn man Straßenschilder lesen kann, dann kann man wirklich Standorte wirklich sehr leicht verifizieren. Aber so kann man das natürlich nicht. Aber ich habe ja die Dachform schon erkannt, also von daher. Der Standort stimmt. Und das ist meiner Meinung nach nicht mehr in der Regel von Privatgelände, weil es befindet sich nicht hinter dem Zaun. Also ist es öffentlich. Standort stimmt, sicherer Zugang und das ist ein Kreuz. Weiter. Nur da glaube ich nicht, dass der Wayspot dann auch wirklich durchkommt. So, was ist das hier? Das ist leicht überbelichtet, weil das im Dunkeln wahrscheinlich aufgenommen worden ist. Dann bin ich mal auf das Umgebungsfoto gespannt. Ja, klasse. Alles im Dunkeln aufgenommen. Nö, so kann ich den Standort nicht verifizieren. Wahrscheinlich. Weil das Ding wahrscheinlich nicht da ist. Bis das da ist, kann ich nicht erkennen. Auf den Street View von 2016 ist es nicht ersichtlich. Es kann aber sein, dass es neu ist. So, schauen wir uns das Ganze mal in groß an. Le Porte de Ardus. Okay. Ich hoffe, das andere Ding hat einen anderen Namen. Weil ich habe Angst, dass das ein Duplikat ist. Aber das steht ja vor einer Wand. Ja, doch, es heißt anders. Ah, nee, doch nicht. Es heißt genauso. Müsste man jetzt einen Textabgleich machen? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Warum sehen die Tafeln so gleich aus? Aber wir haben also hier war die Wand noch sauber und hier ist jetzt ganz viel Grünzeug dahinter. Ich denke, das ist schon ein anderes. Ich glaube nicht, dass das ein Duplikat ist. Aber ich kann den Standort eh nicht bestimmen, also von daher lasse ich das vielleicht einfach. Die Bilder sind dunkel. Nö. Kann ich so nicht bestimmen. Dass sowas muss man bei Tag aufnehmen. Ist zwar doof im Winter, aber ist halt so. So, eine Gedenktafel. Okay. Kann man das wirklich als Tafel bezeichnen? Also auf jeden Fall ist das hier wahrscheinlich ein Fensterbrett. Und das ist in das Fenster eingelassen.
Achso, hier geht es erstmal um den Titel. Den ist schon längst im Spiel. Denkmal an der Straße in sowieso, das Wappen zeigt die Ritter von Hagen, die früher aus dem Schloss. Ja, klingt plausibel. Sagen wir auch, dass das Ding ein Denkmal ist. Absenden. So, dieses eine machen wir noch. Festhalle Hügelheim. Das soll eine Festhalle sein. Diese Schreibweise macht mich wahnsinnig. Wie kann man nur zwischen einem Punkt zweimal Leerzeichen machen? Da kriege ich die Krise. Das soll eine Festhalle sein. Also von der Gebäudeart her kann man das Gott sei Dank erkennen, dass das eine Festhalle ist. Diesen Satz sollte man dringend vermeiden, sowas reinzuschreiben. Da können manche Bewerter ganz schön allergisch reagieren. Also wir haben hier einen Sportplatz auf Google Maps eingetragen. Mal gucken, wenn wir direkt auf Google Maps gehen. Ah, guckt an. Ist tatsächlich sogar eingetragen. Schade, dass Niantic diese Information nicht zusätzlich anzeigt. Das wäre wirklich sehr hilfreich. Wozu soll ich denn immer auf Google Maps gehen, wenn sie das doch eigentlich anzeigen könnten? Das wäre schon sehr schön. Okay, also dann stimmt das. Das ist die Festhalle. Alles kein Thema. Ja, sieht auch danach aus. Standort stimmt. Und puh, da gab es, glaube ich, eine Kategorie für. Konzerthalle. Ah, hier, Veranstaltungshalle. Ah, ja, genau, Veranstaltungshalle. Irgendwas habe ich noch vergessen. Ah. Weil ich mir nicht sicher war, ob das überhaupt stimmt, was er da erzählt. Okay. Absenden und fertig. Wunderbar. Dann können wir uns nochmal die Statistik angucken. 47%, 1% mehr. Bedeutet aber nicht, dass jetzt irgendwas, was ich gerade bewertet habe, auch gerade durch ist. Möglich wäre es zwar schon, aber das ist nicht garantiert, leider weiß man das nicht, was mit den Bewertungen, die man durchgeführt hat, eigentlich so passiert. Ich habe eigentlich sehr viele Wayspot eingereicht, aber ich zeige euch vor allem die, die ihr noch überhaupt noch nicht kennt. Ich habe vor einiger Zeit dieses Schild zum Gemeinschaftsgarten gefunden. Ich wusste zwar, dass hier ein Gemeinschaftsgarten ist, wusste aber nicht, dass da ein Schild ist. Und das Schild habe ich dann jetzt endlich mal fotografiert. Hoffe, dass das angenommen wird. Aber ich könnte auch damit rechnen, dass es nicht angenommen wird. So stelle ich mir auch ein Umgebungsfoto vor. Das Schild ist ganz, 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 ganz klein. Aber man sieht richtig schön, dass hier richtig viel Wiese ist. Und wird sogar manchmal als Parkplatz benutzt. Also das kann man benutzen. Und ich habe mir einfach gar keine Mühe gegeben, was den Zusatztext angeht. Ich habe einfach nur geschrieben, Gemeinschaftsgärten sind Wayspots und fertig aus. Nicht dazu geschrieben, dass das Wayspots sind, sondern einfach nur das Wort. Bin gespannt. Das war das eine. Dann gibt es einen neuen bemalten Verteilerkasten, den ich entdeckt habe, zufälligerweise, weil ich mal in die andere Richtung im Dorf fahren musste. Und da ist mir das dann aufgefallen und dann musste ich natürlich gleich mal anhalten und das dort einreichen. Und ja, so stelle ich mir auch das Umgebungsfoto vor, wenn andere das einreichen. Hier ist ein Straßenschild, da ist ein Straßenschild. Beide kann man fast komplett lesen. Ich glaube, wenn ich reinzoome, könnte man es sogar lesen. Und man kann den bemalten Verteilerkasten wunderbar sehen. Sehr, sehr schön. Dagegen, das ist richtig klasse. So, und der dritte. Der dritte ist eins, das habe ich euch, glaube ich, letztes Mal gar nicht gezeigt. Ich habe ein Beach-Volleyball-Feld entdeckt und vor langer, langer Zeit mal fotografiert. Und da man ja auch aus der Galerie einreichen kann, habe ich das dann auch gemacht. Und das hatte ich eingereicht und ich habe das Upgrade automatisch bekommen. Und das ist dann auch relativ schnell durch gewesen.
Also das ist der zweite Wayspot, den ich jetzt seit den 40 Einreichungen quasi durchbekommen habe. Der Rest ist alles jetzt noch in der Warteschlange. Also da ist jetzt gerade nichts in der Pipeline. Man kann hier zum Beispiel hier auf dem Umgebungsfoto auch sehen, dass da hinten diese Outdoor-Fitnessstation ist. Also es ist direkt daneben. Und hier wäre sogar noch ein Pavillon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch Platz habe für ein Pavillon. Muss aber auch nicht unbedingt sein. Also ich finde es schon mal schön, dass hier noch ein zweiter Wayspot ist. Ich glaube, irgendwo noch eine Arena oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe auch hier einfach nur Sport geschrieben, weil das ist ein 100% Kandidat. Sieht man ja. Also wirklich, ich habe hier Beachvolleyballfeld Altenheim. Beschreibung, Sport. Zusatztext, Sport. Mehr habe ich nicht geschrieben. Man muss nicht immer Romane schreiben. Ich finde, meistens ist es so, die Leute schreiben nur Romane, wenn es schon 5-mal abgelehnt worden ist. Siehe Fahrradheben, Fahrradweg, ja. Na gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch.